Die künstlerische Abschlussprüfung von Doris Eichholzer zeigt uns ein Spiegelbild der Gesellschaft. Drei Frauen aus unterschiedlichen Generationen stellen ein Abbild der heutigen Lebensweise dar. Ob eine alte Frau, die nur noch ihre Katze Schnurli als Bezugsperson hat? Ob eine Frau Mitte 30, die ihre ganze Zeit in ihre Karriere investiert? Oder ein junges Mädchen, das heillos überfordert ist, wenn das Internet ausfällt und sie von ihrer virtuellen Welt abgeschnitten ist? So unterschiedlich die drei Frauen auch sind, haben sie doch eines gemeinsam. Die Einsamkeit. Am Ende werden sie aus ihrer Vereinsamung herausgeholt und wieder mit der Außenwelt verbunden. Ob sie diese Hilfestellung annehmen, bleibt jedoch der Fantasie des Zuschauers überlassen.